Zum Tor und Glückwunsch zum Sieg. Kannst du das Tor aus deiner Sicht nochmal beschreiben? Ja, ich denke, ich bin relativ frei auf der rechten Seite. Pfeffi erobert, glaube ich, da den Ball und spielt ihn halt überragend tief. Und dann mache ich es, glaube ich, ganz gut mit dem Chip. Hab noch ein bisschen Glück. Ich glaube, er war noch leicht dran, aber ja, es gehört auch manchmal dazu. Ja, das ist das 3-1 gewesen in verrückten 10 Minuten, 3 Tore. Und wenn man ehrlich ist, nach 10 Minuten hätte es auch schon 1-2-0 stehen können, waren da gute Chancen dabei. Wie hast du die Anfangsphase oder die erste Halbzeit erlebt? Ja, ich würde sagen, die ersten Minuten waren wir auf jeden Fall sehr überlegen. Wie du es gesagt hast, müssen wir eigentlich 2, wenn nicht sogar 3-0 führen. Ja, dann gehen wir das Spiel ein bisschen aus der Hand, kriegen dann wirklich auch unglücklich, würde ich sagen, das Gegentor da vorne. Ja, und dann plätschert das so ein bisschen dahin bis zur Halbzeit. Und in der Halbzeit haben wir uns dann gesagt, dass wir ganz klar die bessere Mannschaft sind und dass wir das Ding auf jeden Fall noch drehen. Und ja, dann denke ich, haben wir 10 Minuten einfach gezeigt, was wir können und das dann zu Ende gespielt. Du hast hier in der ersten Halbzeit eine Szene. An der Auslinie war keine Option mehr, in die Mitte zu spielen. Aber ich glaube, du warst durchgebrochen. Ich glaube, das war ein ganz guter Ball von Erik. Und dann setze ich mich eigentlich gut hier durch und warte dann einen Tick zu lange. Ich denke, ich hätte ihn einfach scharf vorne rumspielen müssen und dann hätte vielleicht irgendwer seinen Fuß noch reingehalten. Ja, ist dann manchmal die Entscheidungsfindung nicht ganz so einfach und dann vielleicht einen Tick zu lange gedauert einfach. Ja, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, jedes Spiel mitnehmen. Auch die Prämie vielleicht für uns selber mitnehmen. Logisch. Und uns für den Pokal so ein bisschen heiß spielen, würde ich sagen, damit wir in den Flow kommen und dann dagegen Zwickau eine gute Leistung abliefern können. Dadurch, dass es nach oben nichts mehr geht, ist genügend Zeit, um über Vertragsverlängerung zu reden. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich denke, wir sind da gerade in Gesprächen und mal gucken, was kommt. Jamal Ciane, Glückwunsch zum Sieg. Danke. 3 Tore in Meuselwitz, nicht von dir, aber von uns und 3 Jahre verlängert. Auch dazu Glückwunsch, wir freuen uns. Wie hast du den Tag heute erlebt? Ich habe den erstmal seit früh mein Handy gefühlt explodiert. Haufen Nachrichten, habe auch noch nicht mal ansatzweise alles beantwortet oder beantworten können, weil Fokus war jetzt auf heute Abend. Fangen, glaube ich, sehr gut an. Ich muss einfach das 1-0 machen. Kurz gesagt, Riesenchance mit dem Kopf. Das ist immer so ein Klassiker. Das haben wir manchmal auch im Training. Es ist so viel Zeit, so viel Platz und dann köpfst du genau in die Mitte. Aber egal, wir sind dran geblieben, haben danach noch 2-3 Chancen. Meuselwitz kommt ein einziges Mal vor das Tor und macht's auch. Das ist vielleicht auch gerade das bisschen Spielunglück, wenn man das so nennen kann. Der Kretsch, glaube ich, da geht ihn genau in den Fuß und dann noch ins leere Tor einschieben kann, was wir jetzt am ersten Halbzeit nicht so hatten. Da haben wir in der Kabine gesagt, wir müssen so weiterspielen, dann kommen unsere Dinger.
weiter. Die müssen wir halt etwas nutzen. Haben wir gemacht. Haben das Ding dann relativ schnell umgebogen. Ich glaube, zweite Halbzeit war es dann auch eine klare Sache. Von der ersten Sekunde an sofort spielbestimmt. Was wir erste Halbzeit auch waren, aber halt nicht zwingend vorm Tor. Und ich denke, jetzt auch verdient gewonnen. Du machst einen wichtigen Ausgleich. Wie ist dieses Tor aus deiner Sicht gefallen? Na, Luca hatte wieder so ein berühmtes Dribbling. Diesmal kam was bei rum. Nee, ich starte halt rein und er sieht mich zum Glück und spielt rein. Dann sehe ich im Augenwinkel, das Tor ein bisschen weiter rauskommt und dann habe ich ihn vorbeigelegt und mit der linken Kupplung das Ding dann reingeschaufelt. Und ja, wir waren aber völlig überzeugt von und haben auch so viel Selbstvertrauen auch in der Kabine ruhig geblieben, dass wir das Ding umbiegen. Jetzt hast du den Vertrag verlängert, wir sind Vierter. Du bist Führender der Torschützenliste. Wir haben vorhin mal überlegt, es ist ewig her, auf dem Niveau, glaube ich, hat man noch gar keinen, der die Torschützenkanone mal gewonnen hat. Sprecht ihr darüber in der Kabine, dass man Jamal mal einen mehr auflegt als sonst? Nee, ich glaube, also wir quatschen natürlich drüber und machen ein bisschen Flachs und so, aber letztes Jahr war es knapp, glaube ich auch. Und dieses Jahr, klar, wenn man oben ist, will man vielleicht das dann auch irgendwo schaffen, aber es ist ja kein Einzelsport und es ist jetzt nicht so, dass einer extra mehr rüberlegt, nur wegen der Situation jetzt. Ganz normales Spiel wie immer. Wenn man vorne ist, kriegt man nun mal die ein oder andere Chance mehr. Die musst du dann halt nutzen oder versuchen zu nutzen. Aber wir spielen jetzt nicht anders oder mich auf mich bezogen, nur dann hätte ich mir jetzt alle Elfmeter nehmen müssen so ungefähr. Und das mache ich nicht. Deswegen, der Rest kommt von alleine. Wenn es dann am Ende reicht, freue ich mich oder freuen wir uns bestimmt und dann ist es so. Guten Appetit bei den Gummibärchen. Dankeschön.